Ich darf Sie ganz herzlich hier im Ausstellungssaal im Stadthaus am Dom willkommen heißen und freue mich, dass doch eine so starke Resonanz auf die heutige Präsentation der Bilder von Christophe Bouet gegeben ist. Ich darf Sie alle ganz herzlich willkommen heißen. Natürlich gilt mein erster Gruß dem Künstler des Tages. Dort steht er, Herr Bouet. Herzlich willkommen in Wetzlar. Wie ich eben gehört habe, sind Sie zwar schon mehrfach, gerade in letzter Zeit, in Wetzlar gewesen, aber dieses ist die erste Ausstellung, die Sie hier in unseren Mauern präsentieren. Wir heißen Sie herzlich willkommen und freuen uns, einen inzwischen durchaus international bekannten Künstler in unseren Mauern zu haben. Wir wünschen Ihnen weiterhin eine glückliche Hand bei der sehr tatkräftigen und farbintensiven Gestaltung, die wir hier haben. Herzlich willkommen. Mein Gruß gilt Frau Dr. Marta Ramirez aus Köln. Dort ist sie, die uns in das Werk von Herrn Bouet einführen wird. Sie war auch schon in Wetzlar bei einer Ausstellungseröffnung bei anderer Gelegenheit. Sie haben uns da sehr fachkundig in das Werk einführen können und ich bin sehr gespannt darauf, was Sie uns heute zu den hier ausgestellten Exponaten sagen können. Herzlich willkommen. Danke. Mein Gruß gilt unseren langjährigen Partnern seitens der Stadt Wetzlar, Jacqueline Butt und Herrn Marx, die beide als diejenigen, die weit über Wetzlar hinaus mit ihren Galerien in Gießen, Frankfurt und Wetzlar in der Kunstszene national und international bekannt sind, es immer wieder verstehen, Künstler für die Stadt Wetzlar zu motivieren. Und ich glaube, diese Kooperation zwischen dem Kulturamt der Stadt Wetzlar und der Galerie ist für beide Seiten sehr ertragreich. Deshalb ein herzliches Willkommen an Sie beide. Natürlich grüße ich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt. Ich darf hier Frau Sott, die für den Ausstellungsbereich verantwortlich ist, und Frau Dietsch, die neue Leiterin des Kulturamtes, ganz herzlich willkommen heißen. Ich grüße für den Wetzlarer Kunstverein Herrn Heiland, der dort hinten steht. Und Sie alle, meine Damen und Herren, die Sie kunstinteressiert sind, sind herzlich willkommen. Ich glaube, dass diese Ausstellung mit diesen durchaus großflächigen, expressionistischen Bildern ein Highlight der Kunstausstellungen in der Stadt Wetzlar in diesem Jahr mit darstellen können. Und wenn die Beleuchtung auch passt, und das sehe ich, haben wir hier so richtig organisiert, dann kommt auch die Farbintensität dieser Bilder, die, wie ich gelesen habe, ja überwiegend in freier Natur entstanden sind, auch ganz deutlich zum Ausdruck. Und wenn man jetzt so persönlich im Frühjahr durch die Landschaft geht und dieses satte Grün sieht, wie es sich in der Natur präsentiert, und diese Blüten, die jetzt etwa in den Apfelbäumen vorhanden sind, dann ist das ein wunderbares Bild, was man aufnehmen kann. Und die Rezeption dann durch den Künstler ist seine eigene Handschrift, wie er dieses Gefühl wiedergibt in seinen Bildern. Und deshalb freue ich mich jetzt darauf, von Ihnen, sehr geehrte Frau Dr. Ramirez, uns ein paar Worte zu präsentieren, wie diese Bilder entstanden sind und welchen Stellenwert sie im Kunstgeschehen haben. Bitte. Danke sehr. Sehr geehrter Herr Dette, sehr geehrtes Publikum, Kunstinteressierte und Gäste, ich freue mich sehr, mit Ihnen hier diese Ausstellung Christophe Bouet, neue Arbeiten, eröffnen zu dürfen und habe die Ehre, mit einer kleinen Einführung in diese Art der Bildern eventuell Ihren Blick für das Besondere und das Eigensinnige dieser Kunst ein bisschen zu schärfen. Steht man sich diesen Werken gegenüber, so ist unsere Aufmerksamkeit sofort gefesselt von dem reduzierten Motiv,
einem intensivierteren Blick durch den Künstler und der Präsenz dieser Motive, Blätter, Bäume, verschlungene Wege in die Tiefe, die fast immer in menschenleeren Szenarien führen, sehr stark. Es ist nicht nur diese Präsenz, sondern hier wird die Natur, die Harmonie der Natur, die schillernden Lichtspiele und diese explosive und kontrastreiche Farbe wirklich inszeniert. Die feiern ihren Auftritt, kann man sagen. Mit diesem Lichtteppichen impressionistischer Manier und dem Duktus, dem Gestus, den Texturen auf diesen Oberflächen, die sehr expressiv sind, changieren, oszillieren diese Werke zwischen figurativ und abstrakt. Dieses Verhältnis zwischen Abstraktion und Gestaltnahme wird vom Künstler offensiv eingesetzt. Es ist so, dass wir als Betrachter dem Diktat der Gestaltwahrnehmung unterliegen, indem wir praktisch in unserem Geiste, in unserem Gehirn versuchen, das Wahrgenommene zu fokussieren, die Gestalt herauszuarbeiten und dabei bestimmte Muster, wie die Wahrnehmungspsychologen das nennen, durchspielen, bis wir dann von diesen einzelnen Teilen, diesen einzelnen Flächen zu einer Gestalt, einer prägnanten Gestalt kommen, die wir identifizieren können, die wir benennen können, bis wir sagen, aha, das ist ja eine Küste, das ist ja ein Fels, das ist ja Wasser und so weiter. In der Kunstgeschichte, spätestens seit dem Kubismus, ist die Beziehung zwischen Figur und Gestalt sehr wichtig. Sie wird so eingesetzt, dass sie entweder voneinander abgekoppelt werden, wie in einem farbflächigen, abstrakten Expressionismus, oder eben die Geometrisierung der Form wird durch die Dynamisierung, die auch hier stattgefunden hatte, bei der Formgebung eben wie bei Jackson Pollock zu etwas sehr Gestenreichen. Diese Arbeiten sind besonders expressiv. Sie zeigen uns ein Spannungsverhältnis, das sehr interessant ist und in dieser Art des Arbeitens, dieses direkten Arbeitens, dieses Plein-Air-Arbeiten steckt. Dieses Spannungsverhältnis führt dazu, dass wir in Berührungsnähe zu diesen Werken kurz vorher gelockt werden. Jeder von Ihnen ist eben hier rumgegangen und hat schon genauer geguckt. Es steht auch ein Schild am Eingang, bitte nicht berühren. Was das denn nun ist, diese Farbmasse? Am liebsten würde man eben dem Verlangen dieser Haptik nachgehen und es eben wirklich selber berühren und die Details sich genauer ansehen, es wirklich genauer fokussieren, diese Schichtungen, diese Gesten nachvollziehen. Und gleichzeitig kommt uns diese Farbe entgegen, in Massen, in Spitzen, fast schon bedrohlich uns entgegen, sodass wir einen Schritt zurückgehen müssen, um einfach auch in dem Abstand das Gesamte der Gestalt betrachten zu können und die Intensivität dieser Atmosphäre auch aufgreifen zu können. Denn diese sehr kompakte Atmosphäre, die weckt Assoziationen zu sehr starken und tiefen Gefühlen, wie ich finde. Es ist ein Paradoxon, in dem wir hineingeworfen werden und es beginnt sozusagen ein Wechselspiel zwischen Distanz und Nähe. Man sieht es auch, wenn gleich die Rede zu Ende ist, jeder geht einen Schritt zurück und dann doch wieder näher ran, um zu sehen, was da denn genau ist. Die Farbe als Materie hat eine gewisse Tiefe. Bei manchen Bildern sieht man sogar den Untergrund oder auch eine gewisse messbare Höhe, wenn man möchte, und bleibt in der Dynamik, auch wenn das Bild bereits vollendet ist, bleibt es eben so lebhaft, dass man glaubt, es ist gerade erst auf die Leinwand geworfen worden und tatsächlich trocknet die Farbe nicht so ohne weiteres. Wir haben zwei ganz neue Arbeiten, da drüben und hier auch, Hagendorfer Garten. Hagendorf ist kein Dorf, sondern eine Person, die auch sogar ausnahmsweise, sind ja fast immer menschenleer, da drüben dargestellt ist. Ganz frische Werke, gerade erst vollendet. Und die Farbe, die ist also dann auch sehr empfindlich, die riecht man auch noch und die braucht sehr, sehr lange, bis sie trocknet. Beim ersten Blick sieht man schon, dass der Künstler Christophe Bouet mit seiner farbprächtigen und massiven Plein-Air-Arbeit vor Ort direkt arbeitend eine Einzelposition einnimmt im malerischen, kunsthistorischen Kontext. Er hat ja schon bereits mit 14 Jahren eine Voreignungsprüfung zur Kunsthochschule bestanden und hat zwischen 13 und 17 Jahren dann Zeichenunterricht genommen und später eben auch studiert, Malerei.
bei Roland Paris, wo er eine bestimmte Einstellung zur Malerei mitbekommen hat. Nämlich, dass er bei dieser Authentizität bleibt, dass er hinter den Werken steht und nicht einfach nur weitermalt, weil es eben sich weiterentwickelt, sondern das Experimentelle weiterhin beibehält. Und da sind auch in seinen Arbeiten, er wurde hier übrigens schon mal 1911 ausgestellt, eine Konsistenz in diesem forscherähnlichen Experimentieren zu sehen. Nicht? 2011. Da ist dieses Experimentieren, es ist wirklich konsequent und gleichzeitig kommen Wendungen zustande. Wenn Sie einmal so drumherum schauen, gibt es große Unterschiede. Da drüben sind es farbreduzierte, eher mit einer ganz anderen Atmosphäre als hier diese knalligen Farben, wie hier beim Kieferbild oder da drüben bei diesen Küstenbildern. Das ist eine große Unterscheidung zu sehen, obwohl es eigentlich dieses Experimentieren mit der Farbe ist. Bisher war das auch so, vor 2007 gab es die Dunkelbilder, die ja irgendwie auch in Verbindung mit Spanien stehen oder zumindest so interpretiert wurden, Goya, Don Quixote und so weiter. Und danach fängt er an, die Farbe anzuwenden, zunächst eben heraus zu experimentieren mit einem Motiv durchgehend und diese Farbigkeit dann in der Wirkung auch auszuexperimentieren. Er nimmt ein Motiv, knallrot bis zu grau, alles wird durchprobiert und zwischen 2009 und 2010 wird die ganze Farbigkeit etwas realistischer, nicht so plakativ. Und die Arbeiten, die wir hier sehen, der Winter 2013 war ja jetzt, 2012, 2013 war ja sehr, sehr lang, haben zwar die Thematik von Winterbildern teilweise, aber auch hier diese Frühlingsbilder, die sind in einem weicheren Ton entstanden. Es ist ein harmonischerer Farbton, der hier zu sehen ist. Fragt man ihn, wie er diese Arbeiten malt, in einem Rausch oder wie viel er am Tag malt, antwortet der Künstler, dass es unterschiedlich ist. Manchmal kann man so ein Werk in 1-2 Stunden malen, aber da muss es fließen, da muss alles stimmen. Oder man wartet eben auf einen Zeitpunkt, wo eben alles zusammenkommt, wo alles zusammenfließt. Die Motive, die er auswählt und wann er entscheidet, dass ein Werk beendet ist, das ist ganz interessant. Er sagt nämlich, ich suche ein Motiv, experimentiere mit den Farben und schaue, was herauskommt. Ich male so lange, bis der Klang entsteht, der mir entgegenkommt, mich berührt. Da läuft alles zusammen und das ist unverkrampft. Jedes Bild ist immer wieder ein Versuch, ein Farbexperiment. Und Elke Erdmann hat geschrieben, eine gute Komposition nennt er einen Glücksfall. Tritt er aber nicht ein, kommt der große Spachtel und alles wird wieder runtergemacht. Tatsächlich ist es so, also als ich das gehört habe, beziehungsweise gelesen habe und von ihm gehört habe, habe ich einen Schauer dann gekriegt. Also ein Drittel der Werke wird tatsächlich wieder von der Leinwand runtergenommen und es wird wieder neu begonnen. Das ist eben ganz wichtig, weil es muss alles passen. Ich habe ihn gefragt, Kandinsky zum Beispiel, diese Farbharmonien, Improvisationen, Kompositionen, er hat ja auch zum Ziel, eben die Seele des Menschen zu berühren, dieses Gefühlsmäßige ist sehr wichtig. Ist das so ähnlich wie bei ihm, dass er mit der Synästhetik praktisch Klänge, also auch Musik mit Farben verbindet? Und daraufhin hat er geantwortet, theoretisierende Auseinandersetzungen machen für mich keinen Sinn. Irgendwo sind die Farben musikalisch. Das passiert. Ich versuche, mir eine eigene Klangwelt zu machen. Und das ist vielleicht ganz interessant, der Zusammenhang. Er selber ist auch Musiker und spielt Bass, Schlagzeug und Gitarre, wenn ich das richtig verstanden habe. So dass er jetzt praktisch selber beim Musizieren eine eigene Klangwelt gestalten kann und in sich hineinhorchen kann. Und jetzt nicht mehr wie früher versucht, eben adäquate Bilder zu ganz bestimmten Musik herzustellen. Auch die Dichtkunst ist ein Element, was ihm sehr entgegenkommt, kann man in einem Katalog aus Berlin sehen und da sind auch Zusammenhänge zu sehen. Fragt man ihn, wenn du jetzt etwas malst und etwas schöpfst sozusagen, selber kreierst eine eigene Welt mit dieser Dichte, mit dieser expressiven Farbmasse, hast du dann den Eindruck, also Kunst ist gleich Schöpfen, Kunst hat was mit dem Schöpfen zu tun, da ist er sehr bescheiden und sagt, dass er Demut vor den schöpferischen Dingen hat, aber dass er sich selber nur als Gefäß sieht, sich selber nur als Mittler sieht.
Dann kommt natürlich die Frage auf, als Maler heutzutage überhaupt noch figurative Arbeiten zu machen, obwohl die Malerei in der Kunstgeschichte ja schon mehrfach für tot erklärt wurde und überhaupt es sehr mutig ist, sich damit jetzt auseinanderzusetzen. So sagt er, es ist wichtig, dass das momentane Gefühl, das in mir schlummert, nicht etwas von außen aufnimmt, das mich ergreift. So kommt es zustande, dass er dann ein bestimmtes Motiv aufwählt. Die Malerei wird nur benutzt, um den momentanen Gefühlszustand auszudrücken. Man kann auch nicht von einem Prinzip reden, in dem ich jeden Montag, Dienstag, Mittwoch von 8 bis 10 Uhr nach draußen gehe in die Freiheit und schaue, was gefällt mir gerade, was kann ich gerade malen, denn dann wäre diese Intensität nicht da. Es gibt ja Künstler, die wie andere zu Bürozeiten regelmäßig sich hinsetzen und dann einfach was malen. Es muss also wirklich auch diese Intensität zustande kommen und das kommt eben nur zustande, wenn man dann malt, wenn wirklich alles passt und wenn das Gefühl auch stimmt. Die Frage aller Fragen in der Malerei, überpersönliche Gültigkeit der Malerei, das war in den 50er, 70er Jahren auch sehr wichtig, daher kommt auch das informell zustande, weil man sich gesagt hat, es muss doch möglich sein oder wie ist es möglich, eine formale Setzung zu machen, ohne dass es nur von einer subjektiven Willkür abhängig ist, sprich von der Hand des Künstlers. Bei ihm ist es so, er steht hier in der Natur und es fließt alles durch seine Hand, wie ich finde, eigentlich vom Auge direkt durch das Herz in die Hand, in die Finger dann bis eben zum Pinsel beziehungsweise eben direkt in die Tube. Wie kann man da etwas übergültig, also überpersönliches praktisch an Gültigkeit schaffen? Und da sagt er etwas sehr, sehr Schönes, es ist Magie. Es geht um Magie, ein Gefühl, das man beim Betrachten von Werken bereits vor 100 Jahren und in 100 Jahren immer noch haben wird. Man ist gefesselt, man ist beseelt, wenn man es betrachtet. Und da kommt seine Vorliebe auch für alte Malerei nochmal zum Vorstellen. Die alte Malerei ist für ihn sehr, sehr wichtig. Er sagt vom Gefühl her von der Art, wie er malt, malt er eigentlich sehr gerne wie die alten Maler. Diesen gefühlmäßigen und dieses Beseelte, was man dabei hat. Ja, und die letzte Konsequenz wäre ja zu sagen, wenn man sich solche Arbeiten ansieht, wie da drüben, das geht ja fast schon mit diesem Farbexperiment und Farbspiel ins Kippen zum Abstrakten über. Warum geht der nicht in die Abstraktion? Denn da kann man ja auch Farbexperimente machen. Und da sagt er, dann würde ich nicht mehr malen. Ich würde mich analysieren, im selben Augenblick zerstören. Ich würde zu keinem Punkt kommen, ich würde mir nur im Weg stehen. Und die Natur ist mein Regulativ, mein Anfang und mein Ende. In diesem Sinne möchte ich Sie bitten, dass Sie zulassen, dass diese Gefühle, die transportiert werden durch diese Werke, in Ihr Herz eindringen, dass Sie sich der Magie, der Klänge und der Harmonie dieser Werke hingeben und viel Spaß haben bei der Betrachtung dieser Werke. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Frau Dr. Ramirez, für diesen eindrucksvollen Vortrag, der uns ganz nah herangeführt hat an den Künstler, seine Intensität, die sich in den Werken ausdrückt und die Verbindung zur Natur, die man einfach braucht. Und ich finde, die Art und Weise, wie die Empfindung natürlicher Umgebung dann in Kunstwerken zum Ausdruck kommt, ist eben das Spezifische und das Unterschiedliche jedes einzelnen Künstlers und ist seine Handschrift, die wir hier erleben dürfen. In diesem Sinne darf ich mit kleiner Verspätung die Ausstellung für eröffnet erklären. Sie ist nämlich schon ein paar Tage im Gang und ich freue mich darauf, dass wir jetzt bei einem kleinen Umtrunk, den wir draußen vorbereitet haben, noch die Gelegenheit haben, mit dem Künstler in den Dialog einzutreten. Ich wünsche Ihnen einen interessanten Abend hier in unserer städtischen Galerie. Dankeschön. Ich werde das verschenken.